Hey Johannes, hier führen den Notebooks-Billiger.de-Blog in Las Vegas auf der CES 2016 und hier bei Acer schauen wir uns das neu vorgestellte Aspire Switch 12S an. Das ist ein Convertible. Gehen wir mal ein bisschen auf die technischen Daten ein, bevor wir das Gerät mal von allen Seiten betrachten. Da haben wir hier also erst einmal ein 12,5 Zoll Display mit einer Full-HD-Auflösung. Das Ganze ist dann auch noch durch Gorilla Glass 4 vor Kratzern und Stößen geschützt. Als Prozessor haben wir hier verschiedene Varianten, denn Acer wird hier natürlich auch verschiedene Modellvarianten anbieten. Als Prozessor kommt ein Intel Core M zum Einsatz, bis zu 8 GB Arbeitsspeicher und bis zu 256 GB SSD. Akkulaufzeit wird hier mit 8 Stunden angegeben. Wir haben zwei Kameras. Entfernen wir das Ganze mal. Einmal hier eine 5 Megapixel Frontkamera und auf der Rückseite was Besonderes, eine Intel RealSense Kamera. Diese ist eine 3D-Kamera. Wir haben also hier die beiden Sensoren, die auch die tiefen Informationen von einem Bild mit aufnehmen. Das ist natürlich sehr interessant für verschiedenste Anwendungen, die vielleicht auch noch in Zukunft auf den Markt kommen. Da müssen wir einfach nur hoffen, dass die Entwickler hier wirklich coole Ideen haben, was man eben aus diesen tiefen Informationen noch so rausholen kann. Ansonsten können wir hier natürlich ganz normal erst einmal 3D-Bilder machen. Ihr habt es gerade gesehen. Wir haben hier das Tablet, Tastaturdock wird durch Magneten zusammengehalten und die sind auch sehr stark, wie man sehen kann. Das Ganze ist aus Aluminium, das Tablet und auch hier die Tastaturdock fühlt sich richtig gut an. Wir haben hier eine Chiclet-Style-Tastatur, die auch noch beleuchtet ist und ein großes Touchpad mit integrierten Maustasten. Klappen wir das Ganze mal zu. Wir haben hier eine Dicke von 10,47 mm, also immer noch schön dünn. Das Tablet selber ist 7,8 mm dick und wiegt 800 Gramm. Zusammen mit der Tastaturdock wiegt das Ganze 1,4 Kilogramm. Und gucken wir uns mal die Anschlüsse an. Da haben wir hier einmal einen Kopfhöreranschluss, Micro-SD-Kartenslot, Micro-HDMI und einen USB-Type-C-Port. Hier auch nochmal den Anschluss für das Netzteil. Hier haben wir in der Tastaturdock USB 3.0 auf beiden Seiten. Und hier die Windows-Taste, Lautstärke-Taste und den Power-Button. Akkulaufzeit wird hier mit 8 Stunden angegeben und verfügbar sein wird es im März ab 1.199 Euro. Das ist hier das neue Acer Aspire Switch 12S. Vielen Dank fürs Zuschauen.